So, da sind wir wieder. Und weiter. Kabelwerkzeug. Okay. Springmine haben wir ja schon. Spielen auf deine Art. Alternative Wege. Okay. Da ist ein Wahlwildtanz. Gut, ist er wohl in der Nähe? Oh, direkt auf der anderen Seite sagst du, oder unter mir? Der Artefakt ist da drüben eins. Da ist 20 Meter eins, direkt hier auf der anderen Seite. Raus. Mir geht's gut. Wir haben was anderes gehört. Nur eine Erkältung. Bist du dir sicher? Du weißt, dass wir dich untersuchen müssen. Und es gibt eine Untersuchungsgebühr. Zum großen Nichts mit der Bottle Street und zum großen Nichts mit euch. So willst du wirklich nicht mit uns reden. Die Bottle Street verlangt nun mal ihren Teil. Also greif in die Taschen, rück das Geld raus. Genau. Die Untersuchungsgebühr kann man nicht ändern. So laufen die Dinge auf der Bottle Street. Ist da jemand? Die Schläge haben wir jetzt auch mal schnell getötet, oder? Ich will hier raus. Sie haben was gut. Ich will nichts über die Maske wissen. Würde auch nicht wollen, dass man mich bei einer Aktion wie eben erkennt. Wissen Sie was? Ich revanchiere mich. Schauen Sie bei Griffs Shop vorbei. Das ist mein Geschäft. Na, jedenfalls war es das einmal. Jetzt muss ich die Dinge von hier und da zusammenkratzen, während die Stadt zugrunde geht. Wenn Sie etwas brauchen, verkaufe ich Ihnen gerne etwas. Vielleicht ist die Seuche eines Tages verschwunden und alles wird wie früher. Aber bis dahin heißt das Plündern. Ja, das heißt es. Genau das heißt es. So, wo ist denn das Herz jetzt? Die gibt doch einem auch noch Tipps oder so, ne? Da oben. Okay, Knochenartefakte. Da ist noch eins. Okay. Artefakt. Wurfhand. Okay. Du kannst Gegenstände etwas weiter werfen. Okay. Habe ich nichts gegen. Was ist mit dem? Der war ja noch. War der noch am Leben? Ich will auf Nummer sicher gehen. Okay, das war doch ein bisschen stabiler. Naja, können wir ja rein theoretisch hier wieder raus. Alter, nee. Huh? Ah, diese beschissene, verdammte durch. Hab gehört, du hast dich beim Kartenspielen komplett ausnehmen lassen. Neue Nacht, neue Wacht mit dir.
ja. Ah, diese beschissene Achtung, Bürger von Dunwall. John Clavering Boulevard wurde zur eingeschränkten Verkehrszone erklärt. Alle Bürger müssen dort mit einer Durchsuchung oder Festnahme durch die Stadtwache rechnen. Ah, diese beschissen. Ja. Na komm. Na komm. Nee, nee, bei mir bleiben sie nicht am Leben. Das haben sie nicht verdient. Mich können die mal. Kann man da rein? Oh ja, man kam da rein. Okay, dann gehen wir da mal rein. In sein Büro. Mr. Galvanes Büro. Oh. Ah, diese beschissene verdammten Kackmann, ich danke. Was ist passiert? Hast du was vom Kopf bekommen? Ich will offen bleiben. Oh. Fütterungsprotokoll. Oh ja. Aus einem Reisetagebuch. Ja. So. Oh, da ist jemand. Schurke. Ist ja geil. Ist hier jemand? Jemand hier? Ne? Irgendjemand? Nein. Noch nicht. Dann leg dich hin. Hast du gerade dein Bein verloren? Sah gerade so aus. Okay.
Schmerzmittel. Eine normale Kugel, schon. Diese Klos, die offen sind. Schnauze. Hier ist nichts mehr. War hier noch irgendwas? Ah ne, hier war ich ja schon. Komme ich nicht rein. Okay, dann gehen wir mal hoch. Moment. Hast du den Türgriff zu Dr. Galvanis Labor berührt? Ja, ich glaube schon. Dann musst du dir deine Hände gut waschen. Die Ratten bekommen ihre lebenden Essenzen überall her, sagt der Doktor. Lebende Essenzen? Meinst du Innereien? Ich glaube schon. Also musst du deine Hände reinigen. Sie sind verseucht. Verseucht? Das ist Unsinn. Können wir nicht... Okay. Nein, ich sag's dir. Mit Reinigungsbenzin oder weißem Essig. Ist gut, ist gut. Was macht er den ganzen Tag? Ambrose sagt, er züchtet verseuchte Ratten. So ein Quatsch. Der Doktor ist brillant. Wenn jemand die Stadt retten kann, dann er. Der kaiserliche Arzt wird uns retten. Ich habe gehört, sein neuestes Elixier ist doppelt so wirksam. Ich verstehe nicht, warum Galvani Sokolov so bewundert. Kaiserlicher Arzt oder nicht, ich hörte, er sei ein Scheusal. Oh nein! Bitte, Hemi! Hilfe! Hilf! Gut. Schön bewusstlos. Können wir den noch aufmachen, ohne zu zerstören? Wahrscheinlich nicht. Oh, Reinigungshinweis. Verehrte Mrs. Benton, wenn Sie mein Arbeitszimmer reinigen, würde ich Sie darum bitten, Ihren Arbeiten strikt auf den Fußboden zu beschränken. Vermeiden Sie unbedingt, mein Bücherregal zu säubern oder zu ordnen. Am besten, Sie lassen es einfach links liegen. Ansonsten müsste ich die Modalitäten Ihres Beschäftigungsverhältnisses überdenken. Beste Grüße, Dr. Galvani. PS, da ich ein paar Tage außerhalb der Stadt zu tun habe, habe ich Ihre Bezahlung für die kommende Woche gleich dazugelegt. Die Bank hatte bereits geschlossen. So ist leider nur die Hälfte. So ist es leider nur die Hälfte. Sie bekommen nächste Woche selbstverständlich den Rest. Ah. Missionshinweis. Das Bücherregal. Okay, da wird irgendwas mit dem Bücherregal sein. Stimmrad. Ja. Regal. Da unten noch irgendwas. Wirklich hat die sich ja direkt nach oben verpisst. Leg dich nicht mit mir an. Ich hab's dir gesagt. Okay. Ich bin zu einer Abendveranstaltung im Hause Boyle eingeladen worden. Ich werde selbstverständlich nicht hingehen. Der 28. Tag des 7. Monats. Des Monats der größten Kälte. Der Tag, an dem ich Anton Sokolov an der Akademie begegnet bin. Warum sollte ich das Jubiläum des wichtigsten Tages meines Lebens damit verschmutzen, Stiefel des Aristokraten zu lecken?
Ich habe keine Zeit für Dummköpfe. Ich werde das Rätsel dieser Seuche lösen. Vielleicht zelebriere ich den Tag mit einem Glas thyvianischen Rotweins. J. Oh, eine Truhe. Scheißegal. Aber es ist nicht seins. Einfach rein. Zu. War hier noch was? Das arme Regal eigentlich. Aber das ist mir eigentlich total egal. Okay. Hier ist noch ein Safe. Woher kriegt man. Kriegt man noch mal die Kombination? Von irgendwo eingraviert wieder. Aber wo? Wo genau? Kann man nur so sehen. War die ja. Okay. Ja. Schöne Uhr. Ab nach oben. Aber ich bin schon lange über der Zeit. Tut mir leid, aber ich muss die Folge leider beenden. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.